Hallo, willkommen bei mir im Atelier. Ich bin Tanja Hausmann und ich versorge euch regelmäßig mit Ideen und Inspirationen rund um euer Hobby. Und ja, heute ist wieder Montag, das heißt Kartenbastelzeit und eine Feierabendkarte habe ich natürlich für euch wieder. Und man kann diese Karte auch als Last-Minute-Weihnachtskarte betiteln. Und die ist ganz einfach gemacht und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Projekt brauchen wir eine Doppelkarte in Weiß, in A6 ist das. Dann habe ich hier zugeschnitten 14,5 mal 7,5 Designpapier. Das habe ich aus diesem Block. Dann Klebepads 1 mm, Glitzerkarton in Weiß, Glitzerkarton in Silber. Dann diesen silbernen Karton in 14,5 mal 9,5 cm. Dann diesen Effektdraht, das ist so ein gezackter in Silber. Stanzerstern in L. Stanzerkreis gezackt in 5 cm. Ein Stempel mit Merry Christmas. Ich habe jetzt hier das NIO-System nochmal genommen. Dann doppelseitigen Kleberoller. Und dann können wir auch schon loslegen. In der Aufzählung habe ich noch ganz vergessen, wir brauchen noch weißen Fotokartonrest für den Stempel. Und jetzt stempel ich mir einmal Merry Christmas. Wie ihr seht, ist es mal wieder einer meiner Lieblingsfarben. Und jetzt nehme ich den Locher und stanze das einmal aus. Ich lege uns nochmal die Karte hin, damit wir wissen, wo es denn hingeht. Jetzt nehme ich mir meinen Sternlocher und stanze einmal in Weißglitzer den Stern aus und in Silberglitzer natürlich auch. Jetzt nehme ich mir hier meine Doppelkarte in Weiß, beziehungsweise hier haben wir jetzt den. Ja, das Designpapier, das klebe ich mir jetzt hier drauf auf den silbernen Karton mit doppelseitigem Kleberoller. Wie ihr seht, das ist eine schnell gemachte Karte. Kann man auch mal ebenso als Last-Minute-Karte machen. So, als nächstes nehme ich jetzt meinen Effektdraht. Und den wickle ich jetzt mehrmals um die Karte. So ein bisschen gezackt, habe ich mir das gedacht. Das sieht dann am interessantesten aus, da ja in der Mitte das Merry Christmas hinkommt. So ein paar Mal, bis mir das reicht. Die Enden. Die verdrehe ich miteinander. Das reicht schon. Jetzt nehme ich den doppelseitigen Kleberoller und klebe die Karte, also beziehungsweise und klebe das auf meine Doppelkarte. Jetzt nehme ich meine 3D-Pads, also die 1 mm-Pads, und die mache ich natürlich alle auf meine Stanzteile. So ein paar, es muss jetzt nicht viele sein. Und jetzt schaue ich, wo ich die hinkleben möchte. Ich kann es natürlich so machen wie bei der anderen Karte. Dann klebe ich das einmal genau hier hin. Ein Stern oben und ein Stern unten. Und wie ihr mich erkennt, mache ich jetzt die zweite Karte ein kleines bisschen anders. So gut, ich habe jetzt hier die Farben getauscht,
Aber bei der Karte mache ich jetzt noch was anderes, und zwar klebe ich hier noch diese Sternsticker auf. So ein paar Stück. Dann kriegt das halt noch ein bisschen Glimmer, Glitz, Glitz. Ja, das war jetzt meine schnelle Kartenidee für euch. Und ja, einmal mit ganz vielen kleinen Sternchen und einmal die einfache Variation. Mir gefällt wieder natürlich die mit den mehreren Sternchen. Ich denke mal, euch auch. Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Und ich sage Tschüss, bastelt euch glücklich, eure Tanja.